Hallo und herzlich willkommen zurück zu Grounded. Also, wir haben ein kleines Problem. Ich musste oder ich habe durch meine Schusseligkeit vergessen, dass wir Burke sein Schiff noch holen mussten, wollte euch aber einen dritten Run durch dieses blöde Labyrinth ersparen und habe den noch schnell geholt. Und jetzt wollte ich einmal zur Basis gehen, also zu, ja, wo wir uns erstmal niederlassen wollen. Und wollte jetzt einmal einen Tausammler bauen, denn durch diese Spinnenseide oder das Seidenseil können wir nämlich einen Tausammler bauen. Wir brauchen dafür gar nicht das Quarzit erforschen, was ich ursprünglich dachte. Und dann wollte ich einmal, was ist da verdorbenes Fleisch? Das wollen wir doch gar nicht mitnehmen. Es schmeckt ja fürchterlich. Boah, kriegen wir eine Lebensmittelvergiftung. Dann wollte ich einmal die ganzen Sachen, die wir jetzt haben, zurückbringen und einsortieren. Solange wie wir die haben. Vor allem die Marmorscherbe. Die müssen wir unbedingt eine Schmiede anbauen. Das müssen wir machen, noch bevor wir zu Burg gehen. Da auf die 2 Minuten kommt es ja nicht drauf an. Der kriegt seinen Chip, aber halt ein bisschen verzögert. Jetzt müssen wir natürlich nur noch hoffen, dass wir hier sicher wieder nach Hause kommen. Da ist ein. Was war das? Da ist ein Wassertropfen und den hätte ich gerne. Das ist aber ganz schön viel Tümpel hier vorne. Ich weiß nicht, ob wir hier wirklich durchgehen sollten. Zumal es jetzt ja dunkel wird. Und wir wissen ja, bei Anbruch der Nacht kommen die großen Kreaturen zum Vorschein. Also erstmal sehen wir viele große nicht, wie die Bombardierkäfer oder die Larven. Die sind ganz schwer zu sehen. Und dann kommt ja die Wolfsspinne bei Nacht. Und der wollen wir natürlich nicht begegnen, denn wir haben ja nur unsere Ameisenkeule. Und ja, die macht ein bisschen mehr Schaden als der Speer. Also eigentlich schon wesentlich mehr. Verbraucht aber dafür auch wesentlich mehr Ausdauer und ist sehr, sehr langsam in der Handhabe. Von daher ist es da, also ich bin schon fast gewillt zu sagen, dass der Speer besser ist, weil ich damit halt auch schneller öfter zuschlagen kann. Jetzt muss ich mal überlegen, wo gehen wir denn lang? Das ist eine gute Frage. Von wo sind wir denn genau gekommen? Also wir müssen ja gar keinen Wegpunkt. Wir müssen ja in die Richtung. So, das heißt, wir kommen an den Milben wieder vorbei. Na, keiner mag Milben. Immer nur ein bisschen laufen, dann wieder Ausdauer regenerieren. So ein Glühwürmchen würde ich auch gerne mal killen. Ich würde gerne wissen, was ich von denen kriege. Bestimmt irgendwas für eine Lampe. Oh, wir gehen hier am Rand vom Gewässer lang. Das scheint mir am sichersten zu sein. Oh, wenn es noch dunkler wird, dann sehen wir nichts mehr. Jo. Da ist noch was zu trinken. Das können wir uns auch noch schnell snacken. Ein Sodatropfen. Nehmen wir mit. Mehr wie zwei geht leider nicht. Ich komme hier nicht raus. So. Das hätten wir auch geschafft. Hier haben wir noch ein Forschungslabor. Können wir gleich was analysieren? Spinnenhaube, Spinnenknieschoner, Radnetzspinne, Wanddeko und Spinnenschulterpanzer. Also kurz gesagt, wir haben Rüstung gefunden mit der Spinne. Können wir hier noch Punkte ausgeben? Science Shop. Wir haben 4000 Punkte. Kiese in der Brandung entschlüsselt geheime Fleischkenntnisse vom Chip und
ruckelt an dir mit Klemme und Pfannenwender herum. Das Geklopfe wirkt auf molekulare Ebene und schaltet neue Mutationen frei, welche die maximale Gesundheit erhöht. Na, ist schon teuer. Ja, haben wir mal gekauft, ne? Haben wir uns gegönnt. Ich denke, das haben wir verdient. So fleißig, wie wir waren. Stundenlang unterwegs. Allen Strapazen getrotzt. Ich bin jetzt schon fast am Baum. Das heißt, jetzt müssen wir langsam nach links. Und dann dürften wir doch von der Höhe her auf Höhe unserer Basis sein. Camps. Eigentlich noch haben wir ein Camp, ne? Unser Schloss. Ich höre hier überall was krabbeln, aber ich weiß nicht, was es ist. Wir sind voll. Letztes Mal so voll war ich auf dem Samstag. Ah! Gut, jetzt habe ich einen Anhaltspunkt. Basis 1. Dann weiß ich den Weg. Müssen wir nur auf Spinnen und die großen Ameisen aufpassen. Rechts ist eine Spinne. Oh, da ist Stress. Oh, die haben ihn kalt gemacht. Zwei große auf den kleinen. Das ist so, so was Gemeines. Komm hier nicht durch. Bin so fett. Oh. Ich bin runtergefallen. Gut, das hört sich auch nicht gut an. Also ich habe mir hier nicht die beste Gegend zum Bauen ausgesucht, habe ich das Gefühl. Da oben ist zwar schön sicher, aber hier unten im Dschungel ist echt katastrophal, ne? Oh, ich habe es nicht geschafft. Oh. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war aber knapp. Was? Rache ist im Anmarsch? Puh, Glück gehabt. Und ich kann nicht schlafen gehen. Was will die denn von mir? Was habe ich der Rattenspende dann gemacht? Dann müssen wir einmal schnell hier alles loswerden. Bevor wir tot sind. Okay. Wie? Das ist die? Das ist alles? Das kleine Ding? Ich hab gedacht, ein Wunder, was jetzt auf uns zukommt.
Da habe ich meine Ameisen für. Oh, Scheiße. Vielleicht ist die doch nicht so klein. Ich mache meine ganzen Ameisen kalt. Okay. Cool bleiben, cool bleiben, cool bleiben. Ich habe eine Idee. Der Kieselspeer. Jetzt haben wir 7 Stück. Haben wir? Haben wir? Kommt ja eh nicht hier hoch, ne? Ja, recht dich mal. Die schießt aber sehr präzise mit dem Netz. Das muss man ihr lassen. Da steht die ungünstig. Mein Speer kann fliegen. Ja. Die hängt in ihrem eigenen Netz. Was ist das? Noch eine kleine? Mama und Jungtiere. Habe ich auch noch Pfeile? 9. Naja, besser als nichts, ne? Na komm, zeig dich, du Feigling. Können wir noch ein paar Speere machen? Ja, aber hallo, Alter. Ja, das haben wir gleich. Und weg ist die Gute. Das habe ich mir jetzt aber wesentlich wilder vorgestellt. Ich dachte, ein Wunder, was jetzt hier für ein Monster kommt oder für eine Armee. Ich dachte, die kommen alle auf den Baum hoch. Oder auf den Stein. Diese ganzen Netze jetzt überall hier. Da haben die aber ganze Arbeit geleistet. Aua! Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass der durch das Netz schießen kann. Autsch. Das sieht gerade schlecht für mich aus. Kein Problem. Komme ich nicht rüber? Okay, dann über den Stein. Ja, kein Problem gewesen, oder? Also, das habe ich mir ja. Wer hätte gedacht, dass das so locker vonstatten geht hier? Oh, jetzt wollen wir ein bisschen Licht haben. Erstmal die Schmiede. Was kann ich hier machen?
Normal. Die Axt. Kann ich die aufbessern? Okay, so funktioniert das. Was haben wir an Waffen? Ich brauche definitiv zwei Schleifsteine. Gut, ich habe nur einen. Dann können wir also rein theoretisch gar nichts verbessern. Macht vielleicht auch bei den ersten Waffen gar keinen Sinn. Das sind ja jetzt nicht, also die sind ja nicht das Nonplusultra. Ich denke mal, da kriegen wir später noch wesentlich bessere Waffen. Ja, dann können wir erstmal hier ein bisschen sortieren. Also was haben wir denn alles? Wir packen erstmal hier wieder raus. Da können wir gleich einen Tausammler bauen. Das ist sehr schön. Achso, wir sind schon voll. So, erstmal gucken wir hier. Was können wir hier? Haben wir hier Stein? Stein haben wir gar nicht. Aber wir können den hier rüber packen. Jetzt haben wir 22. Den legen wir auch mit hierzu. Der eine kann da auch mit rüber. Ja. Ich sag mal, das ist jetzt hier noch so eine Ramschkiste. Wir brauchen mehr Kisten. Definitiv, aber gut. Man nehme, was man kriege. Und hier die Verbände können wir noch mit rüber packen. Ja, mit dem Rest müssen wir mal schauen, was wir jetzt damit machen. Können wir denn vielleicht bessere Werkzeuge bauen? Wir können eine Insektenaxt bauen. Einen Insektenbogen der Stufe 2. Was bringt der uns denn? Schaden. Also doppelter Schaden mit dem Bogen. Gut, also können wir noch gar nicht so viel machen. Das macht noch keinen Sinn. Dann bauen wir erstmal die Sachen, die wir sowieso brauchen, wie ein Tausammler. Den habe ich mich sowieso schon die ganze Zeit gefreut. Aber wo platziere ich den jetzt? Ich kann den ja nicht einfach... Am besten ist, ich packe den erstmal hier vorne hin. Wo haben wir den denn? Wo haben wir den denn? Da. Oh Gott, der ist ja riesig. Okay, das wird nichts. Den werden wir schon anders platzieren müssen. Irgendwo hier am Rand, wo er noch nicht so, also wo er jetzt nicht stört. Ich brauche Kiesel, Seidenseil, Unkrautstängel, 6 Stück. Gut, das haben wir fertig. Dann brauchen wir Seile. Die haben wir, glaube ich, sogar in der ersten Kiste schon fertig. Oder auch nicht. Stecken wir uns hier einmal ein bisschen weit zu. Jetzt haben wir 5 Seile im Rucksack. Wie viele brauchen wir? Okay, das hat gepasst. Kiesel. Und 5-mal Seil. Okay. Oh, da geht alles drauf. Mehr haben wir nämlich gar nicht. Wunderbar. Dann dürfte das jetzt erstmal unser geringstes Problem sein.
Also trinken dürften wir jetzt auf jeden Fall bekommen. Haben wir noch irgendwas an Vorräten? I'm not picky. Ja, hat es jetzt nicht so rausgehauen. Muss erstmal reichen. Dann gönnen wir uns nochmal einen Schluck. Ah. Schön am Lagerfeuer. Ja, wunderbar. Bin ich mal gespannt, wie lange das dauert, bis da die ersten Pfropfen dranhängen. Aber zumindest haben wir das endlich fertig. Was können wir denn noch Neues bauen? Jetzt, wo wir schon mal hier sind. Ist immer das Wichtigste. Was kann man bauen? Herstellen. Wir könnten rein theoretisch Stängelwände machen. Das Schöne ist, das Fenster, obwohl. Ja. Wollen wir Stängelwände machen oder sagen wir bleiben bei Gras? Weil Gras ist natürlich leichter anzubauen. Aber das dürfte halt besser aussehen, ne? Und jetzt mal so vergleicht. Doch, das sieht doch. Also ich denke schon, das sieht eher nach was aus, als wenn wir das jetzt aus Gras bauen. Nee, das ist nicht das, was ich möchte. Stängelwand wollen wir haben. Da müssen wir mal gucken. Vielleicht kommen ja hier noch Fenster dazu. Die müssen wir wahrscheinlich kappen. Ich gehe nämlich stark davon aus, dass die Grashalme hier in der Wand bleiben werden. Ja, ich will noch gar nicht zu viel stellen. Erstmal, weil hier haben wir es dann immer im Weg. Und hier weiß ich noch nicht genau, wie wir das optisch machen. Wir wollten ja auch eigentlich die Brücke haben, aber die können wir auch einen höher ansetzen. Die setzen wir einen höher an. Aber wir brauchen Fensterwände. Ja, da müssen wir mal schauen. Wir müssen mal gucken, wie das aussieht und dann entscheiden wir spontan. Dann machen wir hier einmal die Ecke kurz fertig. Vielleicht noch die nächsten beiden Wände und dann kann man das ja schon so ein bisschen absehen, wo noch mal ein Fenster hinkommt, ob das optisch was hermacht. Obwohl, jetzt würde ich vielleicht sogar hier schon wieder ein Fenster setzen, damit man vernünftig rausgucken kann. Dann der Front braucht gar kein Fenster. Ich denke, das sieht geschlossen. Würde das wahrscheinlich besser aussehen, aber da kann man ja gucken. Das kann man ja alles spontan entscheiden. Wir können auch wieder abreißen. Neu machen, ne? Das habe ich mir gedacht. Zählt das? Können wir gleich einlagern? Passt ja ganz gut. Der ist voll. So. Das haben wir. Jetzt müssen wir nochmal einen Schluck trinken. Höchste Zeit. Aber dieser, also Wasser füllt am meisten auf, ne? Das hat jetzt nicht unbedingt unseren Durst gestillt hier.
Damit ist aber kein Wasser direkt am Rand, dass wir sagen können, wir kommen von hier daran. Nee, schade. Ja, wir schauen mal. Vielleicht der Tausammler. Ah, der. Vielleicht kommt da ja noch was. Obwohl, wir haben eigentlich nicht die Möglichkeit. Wir müssen runter. Wir müssen uns Wasser holen. Das tat weh. Wo ist das Wasser hin? Das ist ja frech. Jetzt ist der Wassertropfen weg. Okay, wo haben wir hier noch was? Einen kleinen Schluck für einen durstigen Jungen? Achso, der schwebt da noch. Oh Gott, wo kommst du denn her? Aua. Der Klügere gibt nach. Wir gehen hier hoch. Aber allein für die Aussicht, oder? Na, jetzt, wo das Fenster da ist, bin ich mir gar nicht mehr so sicher. Na, schauen wir mal. Wir bauen erstmal so, wie wir denken, und dann später können wir immer noch abändern. Zwingt uns ja keiner, das so zu lassen, ne? Der muss hier einmal weg. So, der kommt darüber. Dann hätte ich hier gern eine Wendeltreppe. Oder so mittig im Raum. Können natürlich auch gut aussehen, ne? Denk mal, wenn wir die hier hinpacken, dann können wir hier noch ein paar Kisten verstauen. Ein paar Bilder an der Wand machen, so ein bisschen Dekoration. Wenn man denn hier hinten reinkommen würde. Wir können ja auch mehrere Räume draus machen. Aber so grundsätzlich. Aber wir wollten ja auch noch einen Turm haben, ne? Die kommt dann bis hier. Ah, schwierig. Da müssen wir noch überlegen. T
Das kann ich jetzt noch nicht mit Gewissheit sagen, ob wir die lassen. Das sieht ja denn schon fast aus wie ein Haus, irgendwie so vom Aufbau. Wir wollten ja eigentlich so eine Art Schloss haben. Ja, wir lassen erstmal stehen. Wenn die erste Etage fertig ist, dann gucken wir mal, wie das wirkt. Ja, der könnte noch einen weiter, ne? Das ist mir, glaube ich, mit dem Fenster zu gequetscht. Wir den stattdessen dahin bauen und das Fenster hier rüber. Doch, das sieht besser aus. Doch, das, also das gefällt mir persönlich auf jeden Fall wesentlich besser. Können wir schon mal das, was wir haben, können wir ja schon fertig bauen. Ach, wir hätten hier mal erst das Fundament weitermachen sollen. Ja, aber dafür haben wir jetzt schon mal so ein bisschen Haus, ne? Also, es sieht schon ein bisschen gemütlicher aus. Ja, das passt noch nicht ganz. Nee, muss noch weiter nach hinten. Das ist besser. Das ist schon besser. So, dann nehmen wir die letzte Kiste auch mit. Ist zwar Quatsch, weil wir ja die Werkbank und alles da vorne haben, aber die wollen wir schon mal platzieren. Oh. Relativ gleichmäßig. Ah, die könnt eigentlich können die alle hier ein Stück rüber, ne? So. Sieht das nicht so gequetscht aus? Ist die nicht so in die Ecke reingedrückt? Dann passt das. Gut, Wasser haben wir immer noch nicht. Der Tausender, der lässt auf sich warten. Höchstwahrscheinlich haben wir erst zum Morgentau, also über Nacht, ein bisschen Wasser. Soll uns aber nicht weiter stören. Wir haben ja noch die Möglichkeit hier Tautropfen. Wir haben uns jetzt wochenlang von diesen Tautropfen ernährt. Da kommt es auf den Tag nicht mehr drauf an. Ach ja, der bleibt ja. Der will ja nicht runter. Das ist natürlich die Frage, haben wir noch welche, an die wir rankommen? Hier ist noch einer. Der gehört zu dem Stängel. Tastes good. Wunderbar. Mal schauen, ob uns das bis heute, aua, bis heute Nacht zufriedenstellt.
Gut. Ach Mensch, wir wollten ja gar nicht bauen. Wir wollten ja Burke sein Schiff bringen. Ah, komm, das machen wir noch schnell. Da rennen wir hin. Es ist tags. Ja, die Zeit, die bietet sich an. Eigentlich die beste Gelegenheit gerade, den Chip hinzubringen. Zumal können wir dann unterwegs noch mal nach Trinken gucken. Oh, Spinne. Hat uns gesehen. Ich kann einfach nicht in der dritten Person laufen. So, haben wir es nicht so weit zur Tasche. Oh! Oh, jetzt habe ich meine Flasche nicht dabei. Aber wir haben schon mal einen Tropfen. Das ist sehr schön. Jetzt kommt die Spinne hierher. Da sind wir doch besser aufgestellt, als bevor wir gestorben sind. Das hier haben wir runter. Dankeschön. Oh, Spinnweben. Immer ein schlechtes Zeichen. Ja, aber hat uns nicht gesehen. Zeigt uns die kalte Schulter, die gute. Ich weiß gar nicht, warum die so feindselig mit mir sind. Also Spinnen sind echt das Letzte. Die wollen alles fressen. Die machen nur Stress. Oh, das ist ja praktisch. Wenn wir jetzt zu Burke gehen, können wir ja bei der Gelegenheit gleich. Das ist ja peinlich. Dann können wir bei der Gelegenheit gleich mal ein paar Eicheln mitnehmen für die Treppe. Das bietet sich natürlich an. Ich habe auch gar keine Pfeile mehr, fällt mir ein, ne? Ich müsste mal neue Pfeile machen. Oh, mein Inventar ist. Wieso ist mein Inventar voll? Was haben wir da drinne? Speere. Oh, haufenweise Speere. Warum habe ich so viele Speere? Ah, ja, genau. Die habe ich gar nicht abgelegt, ne? Es ist natürlich jetzt ärgerlich. Also irgendwas müssen wir wegschmeißen, wenn wir die Eiche mitnehmen wollen. Aber gut, das findet sich, das kriegen wir hin. Erstmal müssen wir zu Burke. Burke ist unser Freund. Der hilft uns groß zu werden. Meals on Wheels. Ja, ohne Bogen sind die Kacke zu kriegen, die Kleinen. So, da sind wir schon. An der großen, großen Eiche. Müssen wir gleich die Augen aufhalten. Hier können ja. Hier, da. Da sind Eicheln. Können wir gleich hingehen. Hammer raus und kaputt kloppen. Ach ja, da war ja was. So, wir brauchen ordentlich Platz. Eicheln. Müssen ein bisschen auf Spinnen aufpassen hier. Wir haben hier nämlich auch die Wolfsspinne. Okay. Die Luft ist rein. Wo ist mein Snack? Oh, das ist ja so frech. Eine Mogelpackung. Da rufe ich gleich den Verbraucherschutz an. Meine Eiche war kein Fleisch. Es hört sich so falsch an, wenn man über Eicheln spricht.
Wie viel haben wir denn? Drei und. Ja, das. Also für die Treppe reicht es auf jeden Fall. Dann können wir jetzt erstmal zu Berg gehen. Berg, 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 Berg. Berg, wo bist du hier jetzt hin? Wo warst du denn? Da, ne? Ja, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Das sieht wunderbar aus. Berg! Berg, mein Freund, ich hab dir was mitgebracht. Wo ist mein Berg? Hey, Berg, 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 du musst mir zuhören. Jo. Guck mal. Ja, ich hab dir was mitgebracht. Ich habe einige Fragen an dich. Ja, eigentlich habe ich den Superschiff gefunden. You made it back in one piece. How unexpected. You are more resourceful than I thought. Hand it over and we can see what data Dr. Tully backed up upon it. Wieso steckt er sich zwei in den Kopf? Ich habe doch nur einen geholt. This is the Hedge Super Chip. Forgive me, I forgot to mention the nasty spiders before I sent you up there. I hope they were not too much trouble. I am feeling much more like myself. Take it from me. There's nothing quite like a reverse lobotomy. Thank you. Wollen wir wissen, ob Burke Gefühle hat? Burke, was gibt's Neues für mich? What is it you were wanting to know? Oh yes, the location of the... There are four labs throughout the yard, each with a super chip. The Hedge Lab, the Pond Lab, the Haze Lab, and the Black Ant Lab. Also es gibt vier Labore. Einmal das Heckenlabor, das haben wir gerade erforscht, untersucht, beobachtet, besucht, erkundet, wie man es auch immer nennen möchte. Und haben den Superchip geholt und wir brauchen noch drei weitere. Es gibt nämlich noch ein Teichlabor, ein Nebellabor und das schwarze Ameisenlabor. Ich habe noch gar keine schwarzen Ameisen gesehen. So now on to the other. I will mark the locations of the super. Please find them and return to me so we can... Oh, before you leave, check out the new recipes in the ASL Terminal Science Shop. That could be helpful for some of the tougher challenges. Well, erstmal haben wir keine Fragen mehr. Er markiert uns noch ein paar. Du hast irgendwie einen am Sender. Irgendwas stimmt mit dir nicht, Burke. Er pfeift. Gut, ja, er markiert uns auf jeden Fall die anderen Forschungsstationen auf der Karte und wir sollen die anderen drei Superchips holen. Dürfte ja eigentlich kein Problem sein. Guck noch einmal kurz, was hat er hier Tolles für uns? Okay, Seilrutschen können wir jetzt bauen. Leiter, spare Platz und steige. Ja, brauchen wir eine Leiter? Ja, spart Platz. Ist vielleicht für so ein Baumhausprojekt ganz geil, aber für das, was wir gerade bauen, da brauchen wir eine Treppe. Also, da kommen wir gar nicht drum rum. Das ist ja eine Leiter. Welches Schloss hat eine Leiter? Als ob das Schloss Schwanstein den ganzen Turm mit so einer Stelzenleiter da hochkletterst, ne? Kochbuch Hecke, ja. Kochen, ich glaube nicht, dass Kochen uns groß weiterhilft hier. Wobei, wir sind dann gut genährt, Speise- und sturzresistent. Ja, vielleicht hilft uns das, aber wichtig wäre es jetzt erstmal nicht. Dieselfundament, würde sagen, wir nehmen mal die Packelverbesserung mit. Und wir können nichts mehr. Doch, kochen für Anfänger können wir auch noch. Na komm, dann nehmen wir es mit. So. Haben wir geschafft, haben wir erledigt. So, Burke, wo bist du? Ich werde dann wieder losgehen, ne? Du kommst zurecht, gehe ich von aus.
Genau, puste mal da ein bisschen die Platinen vom Staub frei und dann geht das wieder, ne? Ich bring dir wieder was Schönes mit, ja, Birk? Dr. Tully würde sie wahrscheinlich in die Luft jagen, gleich nebenan, ohne dass du es mitkriegst. Ja, beschützen kannst du ihn ja nicht wirklich. So, aber bevor wir uns auf den Rückweg machen, sag ich erstmal auf Wiedersehen. Ich hoffe, die Runde hat euch Spaß gemacht. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ich würde mich freuen. Schaltet wieder ein. Bis dann, macht's gut. Ciao.